Was bedeutet ein Kuss? Mein erster Kuss, meine Güte, wie alt war ich? Liv Tyler, schön und sinnlich wie immer, sinniert vor der Kamera über das Küssen und ihren allerersten Kuss. Aber hier spielt Liv Tyler keine ausgedachte Filmfigur, sondern sich selbst. Der Hollywood-Star ist zu Besuch in Berlin und produziert zusammen mit Starregisseur Wim Wenders einen sehr intimen Kurzfilm. Der Titel Every Kiss Tells a Story. Oder zu Deutsch, jeder Kuss erzählt eine Geschichte. Die Geschichte dieses Kurzfilms handelt von einem Kuss. Es ist eine Erinnerung an einen Kuss. Immer wenn ich jemanden küsse, den ich liebe, vergesse ich, wo ich bin und wer ich bin und was um mich herum passiert. Die Zeit bleibt irgendwie stehen. An dem Skript für den Film haben Wim Wenders und Liv Tyler gemeinsam gearbeitet. Das Ergebnis? Eine Hommage an den Kuss. In Schwarz-Weiß. Inspiration für diesen außergewöhnlichen und emotionalen Film war der Launch der neuen Eissorten Magnum Five Kisses. Der Film versucht in der Reflexion einer Frau den Zuschauer dazu zu bringen, über das Küssen nachzudenken. Auf spielerische Art und Weise. Und es ist ein kleines visuelles Gedicht geworden. Nach zwei Drehtagen wird auch beim Abschlussabend noch viel über das Küssen geredet. Schließlich steckt hinter jedem Kuss eine neue, besondere Geschichte. Aber jeder Kuss und jeder Filmdreh müssen auch mal ein Ende haben. Dafür verabschiedet man sich, na wie wohl, mit einem Kuss. Zu sehen ist Liv Tylers und Wim Wenders Kurzfilm übrigens ab Mai. In ausgewählten Kinos in ganz Europa.